Bei Raniero Mancinelli muss jede Naht sitzen. Denn wenn Papst Franziskus neue Kardinäle ernennt, müssen deren rote Roben rechtzeitig fertig sein. Außerhalb der Mauern des Vatikans liegt Mancinellis Schneiderei. Hier bekommen Nonnen, Mönche und Priester aus der ganzen Welt ihre Kleider. Eine Woche braucht der Schneider, um ein Gewand fertigzustellen. Seit Franziskus Papst ist, hat sich der Modetrend ein wenig geändert. Seit Beginn der Ära von Papst Franziskus möchten die Kardinäle simplere Kleidung. Früher haben wir nur Seide benutzt, jetzt mixen wir Seide und Wolle. Die Stoffe sind ein wenig günstiger, man muss mehr auf die Ausgaben achten und bescheidener sein. Auch die schweren goldenen Kreuze, verzierten Mäntel, Schuhe und Kopfbedeckungen in Mancinellis Laden werden zunehmend zu Museumsobjekten. Der 80-Jährige geht mit dem Trend zur Bescheidenheit mit, denn ans Aufhören denkt er noch lange nicht.